Ja, im Fernsehen sah ich den Putin. Ja, da dachte ich, das ist der Mann, den hat Ruine angegriffen, ja. Ja, der Mann, der was die Ruine angegriffen hat, ja. Und der General erzählt ihm, und wie er das machte. Ganz kleinlaut. Ich bin ein General und du bist ja der mächtige Mann. Ja, der mächtige Mann. Der Staat, ein Herrgott, oder wie? Hast du sowas gesehen? Der Putin, der traut sich gar nicht, den Putin anzusehen. Er muss immer runterschauen und unterbücken, ja. Er hat Angst, er hat große Angst, doch ja, von dem Putin, ja. Ja, er hat große Angst auch, ja. Der große General von Russland, ja. Der weiß genau, der Putin, der ist nicht gut für ihn, ach ja. Ein falsches Wort und er ist nicht mehr da. Ja, 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 der General, der traut sich nicht was sagen, ja. Er hat große Angst, ach ja. Gegen den Putin, ja. Der Putin ist allmächtig, ja. Ist besser als der Herrgott, ja. Oder sonst was sagt man da. Ach, der Teufel hat sicher große Angst vor dem Putin, ja. Hast du sowas schon gesehen? Nein, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das war früher mal, die Pharaonen gelebt haben in Ägypten. War das auch so? Man hat den Pharaonen gar nicht ansehen dürfen. Er hat mich angesehen, ja. Hat er gleich den Kopf runtergekürzt, ach ja. Und der Putin ist nichts besser, ja. Nein, 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 sowas darf nicht sein. Sowas gehört von der Macht entfernt, doch ja. Er soll lieber nach Hause gehen, ja. Und Kartoffel anbauen. Vielleicht wird er dann gescheiter. Ja.